Hi, willkommen bei Alumni Faces. Du erzählst uns heute ein bisschen was über deine Zeit in Ilmenau und was du studiert hast. Wer bist du, wie alt bist du und was hast du studiert? Mein Name ist Maximilian Groß, ich bin 33 Jahre alt und habe in Ilmenau Medientechnologie von 2012 bis 2021 studiert. Du hast den Bachelor gemacht? Und den Master. Wie bist du nach Ilmenau gekommen? Also was hat dich nach Ilmenau geführt? Welche Gründe oder war es die Uni? Ich habe mich immer schon viel für Licht interessiert und habe vor dem Studium auch schon eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik im Bereich Licht absolviert und wollte weiter was mit Licht machen. Und Ilmenau war eine von vier Unis, die ein Fachgebiet für Lichttechnik in Deutschland hatte. Und deshalb hat es gut gepasst. Hat dich die Uni gut vorbereitet auf das, was du jetzt machst? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das, was ich zuallererst gelernt habe im Studium, ist, sich selbst Sachen beizubringen und wie man an Probleme strukturell herangeht. Und darüber hinaus ist natürlich auch eine gute technische Grundlage entstanden für ein gewisses technisches Verständnis, was ich jetzt häufig und oft einsetzen kann. Was machst du heute? Ich arbeite hier in München bei der Firma Schaal LED und wir verkaufen intelligente Beleuchtungsmanagementsysteme an Industriekunden. Und in diesem Projektgeschäft kümmere ich mich um die technische Abwicklung hier im Unternehmen aller Projekte und sorge für die technische Umsetzung. Und du bist nach deinem Abschluss direkt hierher gekommen? Genau. Ich habe mich nach meiner Masterarbeit am Fachgebiet Lichttechnik hier beworben und bin hier direkt angenommen worden. Und das passt hier mit meinen Werten überein. Also wir sparen bei unseren Kunden viel Energie ein und das lässt mich zumindest daran glauben, dass ich in meiner Arbeit auch etwas Gutes für die Gesellschaft tue. Insofern ist das hier ein Gewinn für mich gewesen. Dann kommen wir mal zum Studium als solches. Hattest du ein Lieblingsmodul? Was war dein Lieblingsmodul? Also es gab im Studium viele Module, die ich total gerne gemacht habe. Wenn ich jetzt was rauspicken würde, würde ich sagen, im Bachelor gab es beim Professor Sommer einfach Grundlagen analoger Schaltungstechnik. Und im Master habe ich einfach Licht- oder Lichtmesstechnik gehört. Und das waren zwei besondere Module, weil das Fach Grundlagen analoger Schaltungstechnik war ziemlich schwer. Und da musste man sich wirklich viel reinarbeiten, aber wenn man sich einmal reingearbeitet hatte, dann hat es tatsächlich viel Spaß gemacht. Und bei der Lichtmesstechnik im Master saß ich alleine vor dem Professor. Also das war ein super Betreuungsverhältnis. Wie war das bei dir mit praktischen Arbeiten, Gruppenarbeiten? Gab es da viel Praktisches oder eher theoretisch viele Gruppenarbeiten, eher weniger? Also ich hatte eben schon die Grundlagen analoger Schaltungstechnik angesprochen und da gab es zur Vorlesung begleitend auch ein Projekt, was man noch umsetzen mussten. Wir mussten in anderen Fächern parallel oft programmieren und irgendwelche Aufgaben, Bildbearbeitung und sowas machen. Das hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Es lag aber auch bestimmt daran, dass wir in unserer Gruppe jemanden hatten, der wirklich überhaupt nicht auf den Kopf gefallen ist und der uns da durchgezogen hat. Aber ich denke, dass man vor allem das Studium nicht alleine besteht und von daher, wenn Team toll ein anderer macht, es führt dann auch manchmal zum Ziel. Apropos Team, du hast es schon angesprochen. Weißt du, was deine Kommilitonen heute machen? Ich habe noch Kontakt zu einigen. Also der eine hat eine Messebetreuung in Katar gemacht und ist sehr viel rumgekommen. Der andere ist, glaube ich, zu Arri in die Kameraentwicklung gegangen. Also es ist doch sehr vielschichtig, was danach möglich ist. Also jetzt auch nicht auf eine bestimmte Branche. Ich bin jetzt sicherlich hier auch ein Ausreißer mit der Beleuchtungstechnik. Aber vor allen Dingen, was so Medienmanagementsysteme oder Kameratechnik angeht, Signalverarbeitung, da werden wir im Studium ja daraufhin geschult. Und von daher, da ist der Bedarf auch eigentlich da. Wie war es für dich, in einer kleinen Stadt wie Ilmenau zu studieren? Hat dir was gefehlt? War es eher für dich schöner, als in einer Großstadt zu leben? Wie ist das bei dir gewesen? Also ich komme ursprünglich aus dem Dorf, deshalb habe ich das Großstadtfeeling vor Ilmenau nur bedingt ausleben können. Aber ich fand, dass die Kleinstadt war hervorragend, war perfekt. Es war wie so eine kleine Bubble, in der man da studiert hat und man musste halt selbst in Ilmenau aktiv werden, um irgendwas zu reißen oder irgendwas zu machen. Es hat natürlich, wenn ich es jetzt mit München vergleiche, natürlich fehlen die kulturellen Angebote, klar, aber ich finde, hat einen kreativ gemacht. Und wir waren viel wandern beispielsweise, waren im Schwimmbad im Sommer. Es ist letztendlich so, es gibt doch den Spruch, Ilmenau ist das, was du daraus machst. Und ich denke, das trifft auf Ilmenau voll zu. Und ich fand es super. Und hat die Uni da viel beigetragen? Hatte die Uni kulturelle Angebote, Vereine? Hast du in Vereinen mitgewirkt? Auf jeden Fall. Also sowohl als auch. Ich war am Anfang des Studiums war ich sogar einer der Vertreter im Studierendenrat und saß auch im Bildungsausschuss.
mit und war im Referat Kultur viel aktiv und habe da die Mensa-Partys teilweise, als es sie noch gab, organisiert. Im Sport war ich im Cheerleading. Die haben mich damals beim Erstisportfest angesprochen und da bin ich dann noch die ganze Zeit geblieben. Aber habe verschiedene Sachen ausprobiert, also hauptsächlich so Mach-dich-fertig-Kurse. Und es war aber auch da. Es ist ein großes Angebot, was viel von vielen Studierenden auch betrieben wurde und auch von vielen Freunden. Und man ist immer über den Campus gegangen und kannte die ganzen Leute. Und man hat zwar halt eine große Familie und von daher ist es hervorragend. Man muss sich eben selber nur einbringen. Warst du früher in vielen Clubs, hast du das Clubangebot genutzt? Ich glaube, es gab im ersten Semester keinen Freitag, an dem ich Donnerstag nicht unterwegs war. Und ich glaube, dass es auch eine wichtige Sache im Studium ist, dass man sich auch abends mit seinen Kommilitonen irgendwie mal auf dem Weg hin trifft. Ich habe Gespräche über Fourier-Transformationen im D bei lauter Techno-Musik geführt und ich fand es immer super. Wie stellst du dir eine berufliche Zukunft vor? Ich möchte mal in einem Unternehmen an einem Platz sitzen, von dem aus ich die Geschicke des Unternehmens mitbestimmen und mitgestalten kann. Gar nicht mal so als Geschäftsführer, aber vielleicht als technischer Leiter oder irgendeinen Bereich habe, den ich selbst mitbestimmen kann und wo ich mich ausleben kann und ein bisschen spielen kann. Gibt es irgendwas, was du zukünftigen Studierenden oder aktuell Studierenden mit auf den Weg geben möchtest? Ja, auf jeden Fall in Ilmenau zu studieren. Wenn man sich ein bisschen engagiert hat und sich nicht versteckt hat, dann ist es das Beste, was einem passieren kann. Also ich habe jetzt auch noch viele Freunde aus dem Studium in ganz Deutschland leben. Der eine ist in Mainz, der andere in Köln, die sind auch einige in München hier. Und es ist toll, so ein Netzwerk zu haben aus Leuten, mit denen man viel gefeiert hat, mit denen man gelernt hat. Und dann verbindet einen auch was. Und von daher so ein Kleinstadt-Feeling. Ich würde ein Studium in einer Kleinstadt immer im Studium in einer Großstadt vorziehen. Auch wenn ich es natürlich nicht erleben kann und nicht weiß, wie es ist, aber Ilmenau war super.